Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Hier bin ich wieder. Ich bin gerade erst aufgestanden. Hab's leider aus kleinen Missgeschicken, aus einem kleinen Unglück gestern nicht zum Training geschafft. Weshalb ich jetzt irgendwie immer noch voller Power und voller Energie bin und unbedingt was machen muss. Das Wetter draußen ist echt kacke. Ich dachte echt so, okay, geil, heute bist du ein bisschen früher aufgestanden. Heute kannst du irgendwie ein bisschen mehr machen. Ich wäre gerne Longboarden gegangen. Geht leider nicht, weil der Boden nass ist. Deshalb dachte ich, mache ich einfach ein kleines Workout draußen. Deshalb nehme ich euch einfach mit. Ist heute nichts Spezifisches. Kleines Workout draußen kann man eigentlich immer machen. Bei geilem Wetter ist es natürlich noch schöner. Aber schlechtes Wetter sollte keine Ausrede sein. Ich ziehe mich ein bisschen wärmer an. Und dann kann ich irgendwie trotzdem alles draußen machen. Und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. So, ich habe mich jetzt mal ein paar wärmere Klamotten geworfen. Jacke, so dass einem schön warm ist. Ich muss sagen, es ist trotz all dem nicht wirklich, wirklich warm. Wir haben gerade 6 Grad, fühlt sich an wie minus 12, aber wir wollen ja nicht rumjaulen, ne? Wir sind ja keine kleinen Mädchen, weshalb wir jetzt mal das Workout durchziehen. Ich bin jetzt angekommen auf dem Fitnessparcours, den wir fast vor der Tür haben, also ich laufe da 5-6 Minuten hin und so ein Parcours, also ich zeige euch gleich mal, was es alles so für Sachen hier gibt. Sowas gibt es in so vielen Städten, ob es irgendwelche Calisthenics Parks sind oder andere. Es würden auch Spielplätze reichen, da hat man oft auch irgendwelche Klimmzugstangen oder irgendwas, wo man Dips dran machen kann. Also es gibt echt unendlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist, wie ich immer wieder sage, rausgehen. Ich hatte am Anfang jetzt auch nicht wirklich Bock, jetzt bin ich draußen, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, jetzt will ich mich bewegen, dass mir warm wird. Und deshalb zeige ich euch jetzt erstmal, was ich hier so habe und dann können wir mit dem Workout beginnen. So, wie ihr vielleicht an dem Kreis hier seht, gibt es hier noch einige mehr Geräte. Nur die, die ich euch gerade gezeigt habe, sind die, die ich eigentlich benutze. Die anderen, ja, da sind teilweise Gewichte dran und so, das gefällt mir nicht so gut, vor allem weil die entweder zu leicht sind oder das einfach, die sind einfach nicht so meins. Und so ist es halt auch, ich gehe nicht raus und sage, ich muss unbedingt Beine trainieren oder unbedingt Arme trainieren oder habe mein fest vorgeschriebenes Workout. Ich gehe einfach raus und will was machen, habe so ein paar Übungen, die ich standardmäßig mache, zwischendurch fällt mir auch irgendwie immer mal wieder was ein und ja, einfach rausgehen und Spaß haben. So, ich will jetzt nicht den großen Sportprofessor spielen, aber wichtig ist natürlich auch vor dem Workout, dass wir uns warm machen. Und das werde ich jetzt machen. Und das solltet ihr auch machen. Also bis gleich. Ich hoffe, ihr denkt nach dem letzten Video nicht, dass ich nur spazieren gehen kann. Hinter dem steckt natürlich doch noch ein bisschen mehr. Ich bin natürlich kein Hochleistungssportler, aber gebe natürlich mein Bestes, um fit zu bleiben. Jetzt gerade und auch heute übe ich wieder ein bisschen an meiner Human Flag. Ich finde, das ist eigentlich schon eine etwas fortgeschrittenere Übung. Die klappt natürlich noch nicht perfekt. 1-2 Sekunden kriege ich sie gehalten, aber schaut es euch selber an. Regen hört leider nicht auf. Ich hoffe, die Bildqualität leidet nicht allzu sehr darunter. Ich fange jetzt aber mit dem richtigen Workout an und ich will euch auch motivieren, auch rauszugehen, egal wie das Wetter so ist. Ich muss sagen, der Kanal, obwohl jetzt noch nicht so viel passiert ist, hat mich schon unheimlich motiviert, damit weiterzumachen. Ich habe echt geniale Kommentare gekriegt. Ich habe super coole private Nachrichten bekommen. Es macht echt Spaß, weshalb ich jetzt auch für euch wieder in den Regen rausgehe. Okay, ich mache es nicht nur für euch, ich mache es auch vor allem für mich. Deshalb, geht auch raus, macht auch was, macht Sport, werdet fit, habt Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Video.